Am 7. Dezember haben am Flughafen Dresden zwei große Maschinen mit der Schneeproduktion begonnen. Die Snow Factories liefen rund um die Uhr, knapp einen Monat später ist genug da. Georg Zipfe, der Wettkampfchef des Skiweltcups, ist zufrieden. Ja, der Schnee ist genauso gut wie letztes Jahr. Wir haben ihn produziert oben im Hangar am Flughafen und da sind wir sehr dankbar. Und das Wetter kommt uns eigentlich jetzt sehr zugute. Es ist nicht zu kalt und somit kann der Schnee die Feuchtigkeit aufnehmen und gut binden. Wetter ist ein gutes Stichwort. Am Wochenende soll es ja ein bisschen wärmer als heute sein. Kann das zum Problem werden? Nee, das gibt kein Problem. Wir haben da sehr viel Erfahrung auch von anderen Großveranstaltungen. Das einzige Problem sehe ich für die Zuschauer, wenn das Wetter nicht so schön sein sollte. Jetzt wird ja hier die Strecke präpariert. Seit wann heute Morgen sind die Kollegen im Einsatz? Also heute Morgen sind wir um 5.30 Uhr aufgestanden, haben kurz Kaffee und ein bisschen gefrühstückt. Und dann waren wir hier und haben auf den ersten Schnee gewartet. Der ist um 6.30 Uhr gekommen und seither sind wir am Arbeiten. Ich war gerade eben oben am Flughafen, habe mal geschaut, wie lange man braucht, mit dem LKW, bis er beladen ist, bis er wieder abgeladen ist. Also sind etwa 40 Minuten. Und es geht oben am Flughafen sehr, sehr schnell. Also die arbeiten alle gut. Wie viele Lastwagen sind denn im Einsatz? Im Moment sind 12 LKWs im Einsatz. Einer, der ist ein bisschen krank, der wird gerade wieder hergerichtet. Und wir haben also geplant, dass wir bis heute Nacht, so wie es ausschaut, 12 Uhr fahren werde. Dann hoffe ich, dass der ganze Schnee, nicht der ganze Schnee, sondern dass wir die ganze Strecke belegt haben und noch Schnee in Reserve haben. Wie viel Schnee wird vom Flughafen hier runtergefahren an die Elbe? Also ich gehe mal davon aus, LKW-Ladung sind etwa 20, 21 Kubik drauf. Bei 178 Fahrten ist das etwas über 3000 Kubik. Verteilt wird der Schnee am Elbufer von zwei Pistenbullis. Viel Zeit haben die Fahrer der Raupen nicht. Doch Peter Schöll aus dem Allgäu und Janko Hennig aus dem Erzgebirge sehen es locker. Letztes Jahr haben wir zusammen schon an der Piste gearbeitet. Genau. Also ist das für Sie auch das zweite Jahr sozusagen? Genau. Was machen Sie sonst, außer jetzt vielleicht hier in Dresden die Piste zu präparieren? Sonst meine Arbeit, Rohrleitungsbau oder Tiefbau. Ja, aber um Pisten raufen zu fahren, braucht man ein bisschen Erfahrung. Wo präparieren Sie sonst Pisten? Ich präpariere sonst Pisten in der Stadt Frauenstein oder im Ortsteil Nassau auf einer Langlaufloipe und ja. Und solche Anlässe wie hier in Dresden. Ja. Aber das ist jetzt ja gerade auch Hochsaison in Nassau oder in der. Es liegt viel Schnee. Es, an solchen Tagen, wo bei uns mal richtig Schnee liegt, es sind die Pistenbullifahrer hier unten, aber dafür haben wir ja Ersatzfahrer, dass es trotzdem dort weiter reibungslos laufen kann. So viel Schnee haben wir uns lange gewünscht und wir sind nicht zu Hause. Während Schöll und Hennig die Strecke präparieren, bauen nebenan schon die Teams ihre Lager auf. Auch für die Übertragung der Wettkampfbilder am Wochenende ist alles vorbereitet.